Muss ich aber danach anmachen. Jo, endlich, endlich Henker. Jetzt geht's los, ja, Mann. Jetzt gibt's den Henker. Okay, perfekt. Der Henker. Was zum Henker? Was zum Henker? Eieiei, guter Dodge. Let's go. Haben wir den oben fertig gemacht? Dann war oben noch wer, ne? Okay, wir hängen den jetzt erstmal auf, ohne dass wir ihn in den Käfig packen, weil besser ist das. Oh, da hinten war noch einer. Wichtiger Hit. Wichtiger Hit. Eine Taschenlampe haben die, ne? Das wissen wir. Alter, what? Was machen die denn bitte für einen absoluten Genrush? Ja, da muss ich jetzt leider ein bisschen reintanken, wa? Beziehungsweise reintunneln. Also, weil drei Gens so schnell anmachen. Nehmen wir. Dankeschön. So, mein Seminar ruf ich. Dankeschön. Ich hoffe, du hast viel Spaß bei deinen Seminararbeiten. Das wird so toll. Wir müssen jetzt eh rüber, weil wir müssen die Gens drüben eher verteidigen als den hier. Weil die näher zusammen sind. Die sind jetzt nicht gut für uns, aber ist okay. Die haben drüben auch gerade. Guck mal, da oben sind die alle. Das ist gut für uns. Muss hinten hoch. Kein guter Hügel für uns. Guter Survivor-Hügel. Aber wir haben noch einen jetzt hier mit Dings versät. Nice. Wir müssen jetzt Crops Map laufen zu dem Bill. Was gut ist für uns. Der ist die Killer-Shack. Die ist relativ strong. Aber ich kann, wenn ich es gut spiele, sie halt. Okay. Smart, die Palette direkt zu nutzen. Gegen Pyramid Head solltet ihr die Paletten immer sofort werfen. Nicht versuchen zu stunnen oder sowas, weil dann kriegt ihr meistens halt das Rechtsklick in die Fresse. Chase Taschenlampe wild. Zack. Warte ich schlafen. Ich pack den mal hier auf den Haken, aber in die Richtung. Ich glaube, ich pack's auf den Hügel. Nee, noch besser dahin. Aber wir müssen halt die Gens hier, ne? 1, 2, 3, wir haben sie jetzt in der Mitte, das ist ziemlich schwierig für die Leute, die zu retten. Die sind wahrscheinlich hinten an dem anderen Gen, das heißt, wir können da jetzt hingehen und Pressure machen, weil an dem anderen. Nö.
können das Pop hier benutzen, weil wir es sowieso benutzen müssen irgendwie. Dann gehen wir zurück. Okay. Weil Papa, du spielst nöd, geht's dir nicht gut? Weißt du, wie ehrenlos das ist? Nein. Also wenn du gegen gute Survivor spielst, dann ist das gar nicht so ehrenlos, weil das halt... Ach, keine Sorge. Ich werde es nicht auf die OH gehen. Und dann wieder auf den Leon. Oh mein Gott, das war dumm. Oh, er ist nicht reingerannt. Ah, so close. Hit. Let's go. Ah, den hätte ich auch hitten können. Nice, dann haben wir ihn und können ihn direkt executen. Wir brauchen hier keinen Pop, weil die Gens eh noch nicht so weit sind. Von daher können wir den einfach kurz executen, um Zeit zu sparen, und dann gehen wir wieder rüber. Oh, hier ist keiner dran. Ist keiner dran. Oh, der ist weit. Ich habe actually reingeschissen damit. Die sind drüber gelaufen. Ich glaube, die anderen beiden waren bei dem Gen drüben. Na gut. Waren doch zwei hier. Versuch den jetzt mit der Fähigkeit zu da, damit sie nicht wissen, dass ich Nöd habe. Oh, er hat nicht gedead, hat Tracy, okay. Na dann. Ah. Na, ist nicht gut. Okay. Ja, das sollte sie nicht hinbekommen. Ich muss ja nur hier bleiben. Ich habe zu viel halt daneben geschossen, ne? Da kommt sie. Mädel, das war nicht so smart. Du hättest die Palette jetzt nehmen müssen. War jetzt eher ungünstig, würde ich jetzt mal behaupten, ne? Hätte man anders spielen können. Bin nur mal kurz weg, mein Paket wurde gerade in Paketschüssel gelegt, weil ich anscheinend nicht zu Hause war. Ah ja, bis nachher. Ja, bis nachher, ist Robin. Gerne mal ein Perk von Seite 1, drittes Perk von Seite 3. Wenn du es mehr als 4 Seiten hast, dann such dir 4 Perks nach dem Muster aus. GG. Also der Gen Rush war auf jeden Fall insane. Die hatten bestimmt Prove Thyself dabei, oder? Weil so schnell... Ja, Prove Thyself zweimal sogar. Ja gut, dann ist kein Wunder, dass die so schnell durchgehen mit den Gens, ne?